Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir Naturwissenschaftler, vor allen Dingen die Physiker und Physikerinnen, wir gelten ja als die eiskalten Materialisten. Wir sind ja diejenigen, die der Materie auf der Spur sind und gnadenlos versuchen, die Geheimnisse aus dieser Welt herauszubefördern. Also wir sind sozusagen Nicht-Romantiker. Ja, man wirft uns vor, ihr seid ja schon fast keine Menschen mehr, ihr seid ja nur an Fakten interessiert und also von Romantik kann ja wohl überhaupt keine Rede sein. Also heute geht es in dieser Sendung um eine Sache, die von so fundamentaler Bedeutung ist, gerade für die Physik, die aber gleichzeitig von einer so starken Romantik durchwirkt ist. Also wenn Sie vorher gedacht haben, Physiker sind eigentlich nur so eiskalte Materialisten, Sie werden schon sehen, was davon übrig bleibt. Es geht heute um etwas, Sie wissen ja, dass ich eigentlich nicht auf den Mund gefallen bin, aber in dem Falle ist es wirklich nicht ganz einfach. Es geht um ein Fluidum in gewisser Weise, das uns alle umgibt, das ständig um uns herum ist, dessen Existenz für unsere Existenz ganz wichtig ist. Ohne dieses Etwas gäbe es uns nicht. Hätte es uns nie gegeben und wird es uns auch weiter. Also wenn das sozusagen nicht da ist, dann sind wir quasi auch nicht da. Freunde, es geht um Licht. Was ist Licht? Tja, das ist eine so einfache Frage, dass es einen schon fast kraust. Licht ist vor allen Dingen eine Sache, die in der Kunst eine große und wichtige Rolle spielt. Meint man im ersten Moment, nicht? Monet zum Beispiel hat seinen Sonnenuntergang gemalt und dabei ganz verschiedene Schattierungen von Licht benutzt. Gerade dann, wenn die Sonne über einer Wasserfläche aufgeht, die Beugungseigenschaften, Sie haben es förmlich in Ihrem Hinterkopf jetzt. Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche, nämlich von den Phänomenen, die passieren, wenn Licht auf Oberflächen trifft. Wenn Licht auf Wasser trifft, wenn Lichtwellen an Wasser gebeugt und interferiert werden. Oh, schon ein technischer Ausdruck, interferieren. Die Überlagerung von Wellen, nicht nur denen von Wasserwellen, sondern von Lichtwellen, die offenbar an der Oberfläche irgendwelche wunderbaren, schon fast kristallartige Phänomene erzeugen. Licht ist was außerordentlich Besonderes. Licht ist das Gewebe, aus dem das Leben zum Beispiel gewebt wurde. Ja, doch, das ist jetzt, dieser Satz ist nicht von mir, ich weiß nicht, von wem er ist, aber es ist genauso. Licht und Leben hängen unmittelbar zusammen. Ohne Licht gäbe es kein Leben. Ohne Licht wäre es dunkel. Na, das ist eine Trivialität, also das ist, kann man eigentlich vergessen. Es werde Licht, steht schon am Anfang der Genesis. Licht spielt eine fundamentale Rolle in unserem Leben. Wieso kommt das? Naja, ist klar, Licht, also vor allen Dingen sichtbares Licht. Wir reden überhaupt, für die Spezialisten, wir reden nur über das sogenannte sichtbare Licht heute. Also sichtbares Licht heißt jetzt hier vom roten Bereich, also 400 Billionen Schwingungen pro Sekunde bis zum blauen Bereich 750 Billionen Schwingungen pro Sekunde. Aber das ist jetzt nur für die Spezialisten vor dem Monitor. Worum es uns tatsächlich geht, ist, es geht um einen Bereich, den wir als Menschen direkt erfahren können. Und deswegen ist es so wichtig herauszukriegen, was, bitteschön, ist eigentlich Licht? Wir sprechen zwar in dieser Sendung nur über sichtbares Licht, aber de facto reden wir natürlich darüber, was ist die Natur von elektromagnetischen Wellen, nicht? Also vom Radiobereich, den ganz großen langen Wellen, bis hin zur Gammastrahlung, den ganz hochenergetischen. Aber ich greife schon vor. Eieiei, wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Nun fangen wir erstmal an mit den Eigenschaften von Licht. Woher weiß man, dass Licht da ist? Naja, machen wir Folgendes. Stellen Sie sich auf einen Berg und machen Sie die Augen zu. Und was passiert dann? Sie sehen nichts. Und weil Sie die Augen aufmachen, ist sofort alles wieder da. Was heißt das? Das heißt, Licht muss wahnsinnig schnell sein. Wie einer meiner Studenten mal gesagt hat, Licht ist verdammt schnell. Stimmt. Kann man zum Beispiel vergleichen damit, wenn wir bei dieser Berggeschichte bleiben, wenn wir also jemanden 60 Kilometer weit von uns entfernt haben und der soll nun laut brüllen oder der soll einen Ton von sich geben, dann braucht dieser Ton, weil die Schallgeschwindigkeit viel kleinere ist als Licht, braucht dieser Ton eine ganze Weile, bis er bei uns ankommt. Nicht? Das kennen Sie auch von Flugzeugen, die über Ihnen entlang schweben. Das braucht alles eine Weile, bis der Ton tatsächlich an unsere Ohren kommt. Bei Licht aber, Licht ist sofort da. Ist alles da. Das heißt, Licht muss wahnsinnig schnell sein. Ja? Also Licht ist eine Sache, die offenbar sehr, sehr schnell ist. Das ist die eine Geschichte. Hat man dann auch herausgefunden, dass Licht nicht beliebig schnell ist. Also Licht ist nicht unendlich schnell, sondern Licht braucht eine Zeit. Licht ist
In dieser Art und Weise gesehen praktisch eine Zeitmaschine. Das Licht, was wir draußen von den Sternen bekommen und das auf unsere Augen fällt, wenn wir abends den gestirnten Himmel anschauen, das auf unsere Teleskope fällt, auf unsere Satellitenteleskope fällt und so weiter, das Licht vom Rande des Universums, ja, das hat eine ganze Weile gebraucht, um zu uns zu kommen. 1676 hat Olaf Römer bei seiner Betrachtung der Jupitermonde nämlich festgestellt, dass tatsächlich das Licht von den Monden bis zur Erde eine Weile braucht. Er hat nämlich darauf gewartet, dass der Mond wiederkommt, der kam nicht. Er hat eine Lichtgeschwindigkeit ausgerechnet von 230.000 Kilometer pro Sekunde. Ist nicht schlecht, würde ich sagen, aber war halt zu wenig. Ne? Später hat man es genauer messen können. Im Labor können wir heute die Lichtgeschwindigkeit unglaublich genau messen. Also wir wissen, Licht ist eine außerordentlich schnelle Angelegenheit. Und wir wissen von vielen, vielen direkten Eindrücken unserer Augen, dass Licht sich an, um uns herum eigentlich so verhält wie eine Welle. Ja? Also Wellen. Ja, ist ja klar, eine Welle haben Wellenlängen zum Beispiel. Also Wellenlängen, eine Wellenlänge ist ein Wellental und ein Wellenberg. Licht hat man herausgefunden mit hoher Frequenz, also mit einer kleinen Wellenlänge, also ist blau. Licht mit einer größeren Wellenlänge ist röter. Also blau hat eine kleinere Wellenlänge als rot. Rot hat eine größere Wellenlänge als Blau. Und wie sich dann herausgestellt hat, hat das blaue Licht eine höhere Energie als das rote Licht. Das merken Sie schon daran, dass die Ultraviolettstrahlung der Sonne bei Ihnen und bei mir natürlich auch Sonnenbrand verursachen kann. Bei Rotlicht wird es nur angenehm warm. Also, das ist der Unterschied zunächst einmal. Aber bitteschön, wie hängt jetzt die Energie dieses Lichtes mit den Wellen zusammen? Wieso ist da überhaupt ein Zusammenhang? Tja, kommen wir noch dazu. Gucken wir uns erstmal um uns herum kurz an, nachdem wir jetzt wissen, dass Licht wahnsinnig schnell ist, dass Licht Energie hat offenbar. Wo kommt das Licht her auf unserer Erde? Na, Sie wissen natürlich Bescheid, von unserer Sonne. Die gute Sonne produziert Licht, und zwar in unglaublicher Menge. Eine wahnsinnige Menge an Licht flutet von der Sonne auf die Erde, Gott sei Dank. Wir sind nicht zu nah dran, es ist nicht zu heiß, wir sind nicht zu weit weg, es ist nicht zu kalt. Das ist also gerade günstig gelaufen sozusagen. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert da eigentlich. Also als alte Alpha Centauri-Zuschauer brauche ich Ihnen das gar nicht mehr erklären. Ich erkläre es sozusagen für die Neuen. So ein Stern ist ja ein Fusionsreaktor, da verschmelzen also Atomkerne miteinander im Innern und dabei wird Strahlung frei. Diese Strahlung ist aber am Anfang gar keine Lichtstrahlung, also die wir sehen könnten, sondern es ist Gammastrahlung. Und diese Gammastrahlung, die boxt nun durch dieses wahnsinnig dichte Material in der Sonne sich nach oben. Na, die Sonne hat also eine Ausdehnung von 1,4 Millionen Kilometern, einen Radius von 700.000 Kilometern und das Licht wäre eigentlich in 0, nix aus der Sonne raus. Aber offenbar kann das Licht nicht so einfach raus, denn es kommt oben an der Oberfläche nicht als Gammastrahlung raus, als hochenergetische Strahlung, sondern als sichtbares Licht. Fein, das wäre gut. Also wenn die Sonne ein Gammastrahler wäre, dann würde ich jetzt sagen, gäbe es uns alle nicht, gäbe es die Sendung nicht. Und also, das Licht hat sein Problem damit, durch die innersten Teile der Sonne überhaupt rauszukommen, denn das Zeug ist 10-mal dichter als Blei. Hat doch Licht ein Problem. Okay, also, nennen wir mal ein Photon, nennen wir es Gisela. Das Photon Gisela, ehemaligen Gammaquant Gisela, stößt sich nämlich offenbar, kann nicht sich frei bewegen durch die Materie, sondern verliert bei seinem Weg durch den Stern Energie. Ein Vorgang, den wir nachher noch ganz genau betrachten müssen, wenn wir nämlich dahinter kommen wollen, was Licht tatsächlich. Mit einer Welle können wir das nicht so. Also diese Welle, wir haben ja bis jetzt nur von Wellen gehört, diese Welle läuft offenbar durch diesen Stern durch. Ja? Merken Sie das Problem. Also das kann nicht stimmen. Also nehmen wir Licht an, Licht läuft los. Das Lichtteilchen Gisela, eben habe ich Ihnen subkutan unter die Großhirnrinde geschmuggelt, dass Licht nicht nur eine Welle ist, sondern auch ein Teilchen, wenn wir das verstehen wollen. Wenn wir verstehen wollen, wie das Licht aus dem Innersten der Sonne auf die Erde kommt, dann können wir mit Wellen nicht arbeiten. Ist das nicht unglaublich? Wir brauchen gar keine Quantentheorie dafür. Wir müssen nur uns überlegen, wenn das Zeug so dicht da innen drin ist, dann kann eine Welle da nicht so einfach rauskommen. Ja, es muss ein Teilchen sein. Schauen wir uns also jetzt mal Gisela an. Gisela läuft durch die Sonne durch, verliert dabei ständig Energie, wird immer sozusagen im Wellenbild, Sie erinnern sich, Wellenbild, wird es immer langwelliger, kommt an der Oberfläche der Sonne an und verschwindet mit Lichtgeschwindigkeit, ja, von der Sonne. Braucht 8 Minuten auf die Erde zu kommen. Gisela trifft nun auf was? Auf ein 4-blättriges Kleeblatt und wird im Kleeblatt zur Photosynthese verwendet. Sie wissen ja die Geschichte, Kohlendioxid und so weiter wird zusammen mit dem Sonnenlicht dazu verwendet, um freien Sauerstoff zu produzieren. Das heißt, das Licht der Sonne, also das Lichtphoton, das Lichtteilchen Gisela, ist notwendig dafür, dass weiter freier Sauerstoff erzeugt wird. Es wird gleichzeitig chemische Energie in dem Kleeblatt gespeichert
Und dann kommt die Kuh Elsa und frisst das Kleeblatt auf. Und den Rest können Sie sich selber überlegen, ist klar. Das heißt, wir haben hier eine Lichtgeschichte vor uns. Eine Lichtgeschichte, die vor 150.000 Jahren im Innern der Sonne angefangen hat. Dann hat es lange gedauert, bis dieses Lichtteilchen oben war. Und dann hat es 8 Minuten gedauert, dann war es hier. Dann wurde es von der Erde... Also alles, was wir machen, alles, was wir tun, alles, was wir denken, ist Sonnenenergie, ist Licht. Im Universum draußen, wenn wir also mal für einen ganz kurzen Moment ganz weit rausgehen und wir messen, wie viel Licht im Universum ist, kann ich Ihnen nur eins sagen, es gibt 5 Milliarden Lichtteilchen oder es gibt 5 Milliarden mal mehr Licht als Materie. Mit anderen Worten, da ja Materie einen Schatten wirft, ja, gibt es in diesem Universum mehr Licht als Schatten. Unwahrscheinlich. Ja? Unwahrscheinlich. Aber jetzt kommen wir mal langsam, aber sicher zur physikalischen Erklärung des Phänomens Licht. Und es wird romantisch werden, ich kann es Ihnen verraten. Licht als Welle. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, wenn wir also sagen, Licht ist eine Welle? Nehmen wir unser Lichtteilchen Gisela und versuchen das ganze Ding mal irgendwie wie eine Welle zu beschreiben. Ja? Licht entsteht nach der klassischen Theorie von Maxwell, weil sich Ladungen bewegen. Nicht? Wir haben also hier Ladungen, die sich da hin und her bewegen, also Elektronen zum Beispiel, die werden gestoßen, ja? Und dabei geben sie Licht ab. Diese Elektronen sind sozusagen die eine Seite der Gitarrenseite, der Anfang der Gitarrenseite, und die Elektronen zupfen an dieser Seite. Und jetzt bewegt sich diese Welle durch den Stern durch, wird immer langwelliger und langwelliger und langwelliger, kann sich dann frei durch den Raum bewegen, kommt auf dem Kleeblatt an. Dann hätten wir also jetzt eine Welle, die sich verbindet mit einem Elektron aus dem Innersten des Sterns bis hin zu dem Kleeblatt, wo dieses Licht von dem Kleeblatt absorbiert worden ist. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass Wellen, Lichtwellen, eben tatsächlich diese Beugungsmuster erzeugen. Das kennen Sie alle. Nehmen Sie sich eine Seifenblase und bestrahlen Sie, dann sehen Sie an der Oberfläche diese wunderschönen Beugungsmuster. Einstein, der am Ende seiner wissenschaftlichen Karriere gesagt hat, dass eigentlich so gut wie niemand wirklich weiß, obwohl Hinz und Kunz behaupten, sie wüssten alle, wie Licht funktioniert, dass niemand wirklich weiß, was Lichtquanten ist. Einstein hat seinen Nobelpreis nicht für die Relativitätstheorie bekommen, sondern für einen Effekt, den man den photoelektrischen Effekt nennt. Da geht es nicht darum, dass eine Welle immer größer und größer wird, also dass die Wellenamplitude ansteigt, sondern da geht es darum, dass nur Wellen einer ganz bestimmten Art, einer bestimmten Energie aus einer Oberfläche Elektronen herausschlagen können. Das Phänomen, was wir heute verwenden, um Solarzellen zu erzeugen, dass nämlich Licht auf Materie fällt und dabei sich als Teilchen aber mit der Materie wechselwirkt. Ja, so ist es. Das heißt, es ist eine Welle, Licht ist eine Welle, wie eine riesengroße Welle, die weit weg vom Land erzeugt wird. Und dann, wenn Licht auf Materie trifft, dann ist es praktisch so, dass diese Welle sich wie am Strand bricht und in eine Gischt von Teilchen auflöst. Ja? Das hängt mit Licht zusammen. Licht hat also den Charakter einer Welle und den Charakter eines Teilchens, beides gleichzeitig. Wie muss man sich das vorstellen? Nehmen wir einen Glaszylinder und betrachten diesen Glaszylinder zunächst einmal von vorne. Was sieht man bei dem Glaszylinder? Wir sehen nur seinen Querschnitt. Dann ist der Glaszylinder, das, was wir von ihm sehen, ist rund. Sehen wir ihn von der Seite und wir sehen seinen Querschnitt, dann haben wir ein Rechteck. Das heißt, je nachdem, wie wir den Glaszylinder betrachten, ist er entweder rund oder ein Rechteck. Also, und der Glaszylinder ist immer dasselbe. Je nachdem, wie wir Licht anschauen, ist Licht eine Welle oder ein Teilchen. Licht ist eines der großen magischen Geheimnisse unseres Universums. Ohne Licht, meine Damen und Herren, gäbe es uns nicht. Ohne Licht gäbe es keine Kunst. Ohne Licht gäbe es überhaupt keine Lebewesen, die sich daran... Und Licht ist eine so ungeheuerliche Angelegenheit, dass ich glaube, wir müssen dringend noch eine weitere Sendung machen darüber. Und ich würde diese gerne beenden mit einem ganz wunderbaren Satz von meinem Lieblingsmaler Vincent van Gogh, der mal gesagt hat, manchmal habe ich ein schreckliches Bedürfnis, soll ich das Wort sagen, nach Frömmigkeit. Dann gehe ich in die Nacht hinaus und male die Sterne.